Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Donja Schulte, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und meine Lieben, ich sprühe im Moment förmlich vor Energie und Kreativität und diese Karte ist entstanden, wobei ich sagen muss, das ist nicht aus meinem Geist entstanden. Diese Karte habe ich gesehen bei Tammy White. Die hat sie, wenn ich, ich habe mir nur den Anfang des Videos angeguckt, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie das als Swap vom letzten Onstage aus Salt Lake City mitgebracht und hat die nachgebastelt. Ich habe das ein kleines bisschen anders gemacht als Tammy, weil Tammy noch den Brayer benutzt hat, um diesen Hintergrund, quasi das Getränk in dem Glas hinzubekommen. Den Brayer haben wir nicht mehr, also habe ich das neue Produkt benutzt, nämlich die Schwammwalze. Hab die das erste Mal benutzt und muss sagen, ich bin echt super begeistert, wie gut man damit arbeiten kann. Ganz ehrlich, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ich dachte, okay, der Brayer, der ist massiv und da kann man richtig gut mit arbeiten. Und das hier ist so ein Schwamm halt, kann ja nicht gut funktionieren. Doch, das funktioniert super. Ich zeige euch das gleich. Also, diese Karte ist, wie gesagt, nach dem Vorbild von Tammy entstanden. Ich habe natürlich ein bisschen andere Farben genommen. Und ich zeige euch mal, wie es geht. Das hier braucht ihr alles. Das sieht jetzt im Moment nach relativ viel aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Ihr braucht eine Grundkarte, wie ihr immer Grundkarten nehmt. Dann braucht ihr eine Mattung. Ich habe mich jetzt entschieden für Melonensorbet. Diese Mattung hat die Größe von 5 5/8 mal 3 7/8, da die Karte eine Größe von, jetzt muss ich gerade schauen, 5 7/8 mal 4 1/8 hat, die also jeweils 1/4 kleiner. Dann braucht ihr einen Streifen DSP, das ist der, der hier unten ist. Da habe ich mich jetzt für Safrangelb entschieden, weil mir war irgendwie mit Melonensorbet, ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, nee, was Knalliges passt jetzt nicht, bleiben wir doch mal in Bonbonfarben. Also Safrangelb. Dieser Streifen hat eine Größe von 3 7/8 mal 1 Inch. Dann braucht ihr ein kleines Stückchen für den Strohhalm, den drehen wir uns gleich zusammen. Dieses Stückchen ist auch DSP, auch in Safrangelb und ich nehme die, das ist ja das eine Design, das ist das andere Design. Ich nehme die gestreifte Seite. Dieses Stückchen hat eine Größe von 2 1/2 mal 1 1/2 Inch. Dann braucht ihr ein Stückchen transparentes Papier. Das hat die Größe von 3 3/4 mal 3 1/4. Dann braucht ihr ein Stückchen Flüsterweiß. Das sieht man hier ein bisschen schlecht, aber das ist hinterlegt. Dieses Stückchen hat die Größe von 2 3/4 mal 3 1/8. Und zum Abschluss habe ich diese Zitrone, die ich hier rangehängt habe, schon einmal abgestempelt und zwar in Osterglocke, weil ich finde, das gibt am besten diese Zitronenfarbe wieder. Ich hätte es gerne etwas heller und knalliger gehabt, aber das bringt es auch. Diese Zitronenscheibe kommt aus dem Stempelset Summer Sorbet und das ist die hier. Ich finde dieses Set total toll und ich muss da unbedingt mehr mit arbeiten. Aber es gibt im neuen Katalog so wahnsinnig viele tolle neue Sets. Ich kann da überhaupt nicht in kürzester Zeit mit arbeiten. Ich würde gerne, aber der Tag hat ja leider nur 24 Stunden. Unglücklicherweise, muss ich dazu sagen. Fangen wir doch mal an. Das lege ich mal eben beiseite. Also, als allererstes mache ich jetzt mal die Mattung hier drauf. So, jetzt darfst du kleben. Also echt mal. So, das ist mal das Erste. Dann stemple ich meine Stempel. Und jetzt überlege ich gerade, hier habe ich das Ton in... Ich mache das hier auch Ton in Ton. Okay, also, gestempelt haben wir schon mal. Dann kommt als Nächstes der Streifen DSP darüber. Gestempelt wird vorher aus einem ganz einfachen Grunde, damit man weiß, wo soll denn jetzt das DSP hin. Und das ziehe ich da relativ dicht dran. So.
Okay, das zeige ich euch gleich, das zeige ich euch gleich. Der Strohhalm, den können wir schon mal eben kleben und beziehungsweise vorher erst einmal drehen. Dafür nehme ich mein Abreißklebeband und ich mache mir jetzt das Papier ein bisschen geschmeidig. Und zwar, das rolle ich in alle Richtungen einmal so ein bisschen ein. Dann kann ich das nämlich jetzt gleich schön zusammendrehen. Und das ist nicht ganz so widerspenstig beim Zusammendrehen. So. Und ich nehme mir jetzt irgendwas Kleines. Ihr könnt, ach, da ist er. Ihr könnt so einen Schaschlikspieß nehmen. Das kann wirklich richtig, richtig klein sein. Weil wenn ihr ganz klein anfangt beim Drehen, dann wird nachher die Rundung so schön. Da braucht ihr nur den Anfang mit. Dann kann das weg. Dann könnt ihr einmal weiter drehen. Dann ist der fürchterlich klein und eng. Und wenn ihr den jetzt loslasst, dann schnappt er ein bisschen auf und dann hat er genau die richtige Größe. Hier auf die Innenseite kommt Klebeband. Ich sehe gerade, ich habe noch Melonensorbet-Stempelfarbe unterm Nagel. Das wird ja ein Spaß, die abzukriegen. Gerade, also so ist, obwohl ich nehme mir gleich mal ein Alkoholpad. Dann passt das bestimmt, kriege ich das bestimmt weg. Das war schief. Das kommt davon, wenn ich nebenher quatsche. Ganz dicht an den Rand ran. So. Ich habe an sich überall Stempelfarbe. Habe ich denn schon wieder angegriffelt? So. Und jetzt rolle ich das einfach noch einmal auf und rolle über den Kleber quasi drüber. Ich kann bestimmen dadurch, wenn ich das mache, kann ich bestimmen, wie eng wird der denn. Ich möchte den, ich habe das beim ersten, zeige ich euch, beim ersten sehr locker gehabt und dadurch ist der sehr breit geworden. Den habe ich jetzt deutlich enger gerollt, seht ihr das? Da ist der nicht ganz so breit. Auf, genau auf die Klebekante hier jetzt, da ist ja jetzt hier eine Klebekante, da drücke ich jetzt ein kleines bisschen platt. Nicht zu doll, aber ein kleines bisschen. Und genau da drauf mache ich jetzt nochmal einen Streifen Klebeband. Und dann kann ich den erst einmal... Ups, ne, so sollte das nicht sein. So. Dann kann ich den erst einmal beiseite legen, den brauche ich noch nicht. Das kann auch wieder weg. So, widmen wir uns jetzt mal dem transparenten Papier. Und zwar braucht ihr euer Schneidebrett. Und ihr braucht einen Stift, einen Bleistift, wie auch immer. Auf der schmaleren Seite, Entschuldigung, auf der breiteren Seite, also auf der 3/3-Viertel-Seite. Ich muss das mal etwas runterziehen. So, auf der 3/3-Viertel-Seite. Legt ihr auf der Seite euer transparentes Papier an bei 3/4 Inch, das ist ungefähr bei 2 cm und macht hier unten eine kleine Markierung. Schiebt ihr das rüber, auf der anderen Seite genauso, wieder bei 3/4 Inch eine Markierung, das ist ganz knapp vor 2 cm. So, jetzt habt ihr hier zwei Striche. Einen Moment. Hier habt ihr jetzt zwei Striche, einen da, einen da. Diesen Strich legt ihr jetzt in eure Schneiderille mit der oberen Ecke, dass ihr hier so diagonal rüberschneidet. Also Strich unten, obere Ecke oben in die Rille und schneidet das diagonal ab. Das sieht man super, ne? Okay, ich lege da mal eben was unter. Also. Ja, jetzt sieht man es etwas besser. Ich habe hier oben die Ecke in die Schneiderille gelegt und hier unten an der Markierung. Und dann schneide ich das diagonal ab. Das kann weg. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch.
Ich lege die Ecke, die Markierung hier unten an und die Spitze lege ich oben in die Rille. Ich klappe das zu und ich schneide immer von unten nach oben, weil wenn ich oben an der Spitze ansetzen würde, dann würde ich das Papier zusammenkrisseln. Das ist ganz blöd. So, dass man hier jetzt noch eventuell ein bisschen von der Markierung sieht, macht überhaupt nichts, weil das wird gleich umgeklappt. Jetzt legt ihr euer Papier auf den ersten Strich, das ist ungefähr bei einem Zentimeter, die erste Markierung, die durchgehend durch euer Brett hier geht, da legt ihr das an und dann falzt ihr. Und bitte beim Falzen jetzt nicht stark drücken, sondern die Falzklinge nur ganz leicht darüber ziehen. Das reicht total, weil das Transparentpapier, das reicht dem völlig, wenn das mal einmal ganz kurz mit der Falzklinge drüber gerollert wurde. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ich nehme jetzt auf dieser Seite diesen Strich hier. Das heißt, das ist der, der bei einem Zentimeter ist. Ich lege mir das an und ziehe die Falzklinge wieder nur einmal rüber, ohne großartigen Druck. So, das war das. Achso, und dann können wir mit Schneiden gleich noch einmal weitermachen. Ihr habt ein Stückchen Flüsterweiß in der Größe 2¾ × 3¼. Auf der 3¼-Seite, Entschuldigung, nein, andersrum, auf der 2¾-Seite, das hier, ich zeige euch mal, wofür das ist. Damit hinterlegt man das Transparente, deswegen ist das annähernd gleich groß. Nicht ganz, oben fehlt ein kleines Stückchen, aber es ist annähernd gleich groß. Und das müssen wir jetzt genauso diagonal schneiden. Das heißt, ich lege mir das jetzt hin. So. Und mache hier unten an den gleichen Stellen, wie ich hier gefalzt habe, auch eine ganz kleine Markierung. Einmal da. Und einmal da. Und mache im Prinzip genau das gleiche wieder. Ich habe jetzt zwei Markierungen und schneide von der Markierung hoch zu der Spitze und von der Markierung hoch zu der Spitze. Also exakt das gleiche, was ich gerade mit dem transparenten Papier auch gemacht habe. Und auch wieder von unten nach oben, weil wenn ihr oben anfangt, dann krisselt das Papier zusammen, weil ihr mit der Spitze anfangt und das mag das Schneidebrett irgendwie so gar nicht oder die Klinge mag das so gar nicht. So, und so sieht das dann aus. Also im Prinzip genauso wie das und das wird hier mit hinterlegt. Dann kommt nämlich die Farbe, die wir hier gleich aufbringen, deutlich besser zur Geltung. Okay, das war's mit Schneiden. Jetzt kommt das Malern. Ich knicke mir das hier mal eben um, das transparente Papier. Und jetzt steht hier oben so ein bisschen was über. Da nehme ich mir einfach meine Schere und schneide das hier so weg. Einmal so und einmal so. Also schneide da im Prinzip ein Dreieck raus. Das kann weg. So, bei Tammy im Video ist es so, dass sie mit dem Brayer, also mit der Griff, wie hieß das Ding? Mit der Walze mit Griff, Handwalze mit Griff oder so. Sie hat das von außen gemacht. Das fand ich nicht besonders schick. Und das sah auch, sah mir persönlich zu wenig milchig aus. Ich mache das von innen. Und zwar nehme ich mir dafür ein Stückchen Papier als Unterlage, lege mir das hin und habe mir jetzt überlegt, warum muss denn immer, warum muss das denn gelb sein? Ich nehme mir Aquamarin. Mein liebster Cocktail ist der Cocktail Swimming Pool. Und der sieht halt nach Swimming aus, also nach Aquamarin. Diese Walze ist jetzt noch neu. Die wird benutzt wie jede andere Walze auch. Bitte, wenn ihr die Farbe aufnehmt, macht nicht so. Weil dann bekommt ihr nur an eine Seite richtig Farbe dran und dann habt ihr nachher so Kanten auf dem, was ihr malt, anmalt, genau. An, tja, was macht man denn da?
anwalzt, einfärbt. Farbe immer so aufnehmen, also immer in eine Richtung und könnt ihr auch in die andere Richtung, ist noch egal. Aber so wird immer Farbe aufgenommen. Weil das eine neue Walze ist, durchtränke ich die jetzt gerade mal ein bisschen. Und die breitere Seite ist ja oben. Ich fange unten an zu walzen. Und ich gehe da jetzt einfach rüber. Und sehe, dass ich deutlich mehr Farbe brauche. So, noch mal gucken. Perfekt. So soll das sein. Das braucht jetzt eine ganze Weile zum Trocknen. Also, ich würde mal sagen, mindestens 2-3 Minuten. Und zum Abschluss, wenn nach 2-3 Minuten, geht noch mal vorsichtig mit dem Tuch einmal rüber und nehmt die letzte Farbe ab. Oder ihr lasst es 5-6-7 Minuten liegen, dann braucht ihr nichts mehr abnehmen. Das lasse ich jetzt hier einfach mal drauf liegen und wir machen mal eben hier weiter. So, das hier kann schon hier drauf geklebt werden. Das machen wir auch gleich mal. Muss ich mal gucken, so. Das ist wie gesagt nur so der Hintergrund, damit die Farbe, die wir jetzt gerade auf das transparente Papier aufgebracht haben, gleich gut rauskommt. Wenn ihr das aufklebt, es muss ein ganz kleiner Rand von dem DSP zu sehen sein. Also ich sag mal, ein Millimeter höchstens, eher nur ein halber Millimeter. Weil da kommt ja gleich das transparente Papier noch drüber. Das haben wir, den haben wir auch schon. Kommen wir zu der Zitrone. Die Zitrone, ich habe zuerst probiert, die auszustanzen, einfach mit einer Kreisstanze. Das geht nicht, weil diese Zitrone nicht wirklich rund ist, sondern die läuft hier aus. Also habe ich meine Schere genommen und das erste Mal die total verschnitten. Aber beim zweiten Mal ist mir dann aufgefallen, okay, ich darf das nicht so schneiden, wie man das immer schneidet. Normalerweise würde man solche Dinge immer mit einem kleinen weißen Rand ausschneiden. Ich habe gesehen, das sieht nicht aus. Was ich mache, ich schneide das hier unten, das ist so ein bisschen ja ausgefranst, wie die Natur das auch machen würde, wenn man eine Zitrone schneiden oder auseinandernehmen würde, aufreißen würde, dann ist das so ein bisschen krisselig. Da schneide ich so ein ganz kleines bisschen nach. Hier bleibt dann unter Umständen auch ein kleiner weißer Rand, ist total okay. Aber hier schneide ich jetzt nicht außen lang, sondern ich schneide quasi auf der Linie direkt. Und nochmal, wenn ihr, das habe ich schon mehrfach gesagt, wenn ihr schneidet, dann haltet nicht hier das Papier fest und schneidet hier jetzt rum, sondern hier schneidet ihr nur, ihr macht nur die Schere zusammen und das Papier dreht ihr mit der Hand. Nicht andersrum, nicht die Schere ums Papier drehen, sondern das Papier um die Schere drehen. Dann ist es deutlich einfacher, jetzt beispielsweise Rundungen hinzubekommen. Ich drücke also wirklich nur die Schere zusammen und drehe mit der linken Hand in meinem Fall, weil ich Rechtshänderin bin, das Papier in die Schere rein. Die Rundung wird deutlich schöner und deutlich besser. Und ich zeige euch gleich einen Moment, in dem Moment, wo ich fertig bin, dass ich hier jetzt einen gelben Rand gelassen habe. Normalerweise lässt man einen weißen Rand. Ich finde das aber in dem Fall deutlich schöner, wenn oben an der Zitrone kein Rand ist. Dadurch, dass der Rand so schön dick ist, fällt das überhaupt nicht auf. Jetzt schneide ich die hier noch ein. Und zwar, hier sind ja so Stückchen in der Zitrone drin. Ich lasse hier zwei Stückchen oben aus. Dann schneide ich da ein Stückchen ein. Und dieses weiße kleine Stückchen hier, das schräge ich ein bisschen an. Nicht viel, nur so ein ganz kleines Fisselchen. Und dann kann ich das da gleich wunderbar reinklemmen. So, jetzt muss ich überlegen, haben wir schon alles? Haben wir. Ich befürchte, das hier wird noch nicht trocken sein.
Also warte ich einfach noch einen kleinen Moment länger, aber ich probiere das. Nehme mir dazu einfach einen Kleenex und wische da mal drüber. Oh, da kommt noch einiges an Farbe raus. Aber das ist okay. Das wird funktionieren. Ich wische dann nochmal drüber und nehme ein bisschen Farbe ab. Okay, das ist doch nicht mehr so viel wie erwartet. Gut. Hier innen haben wir das jetzt gerollert oder habe ich das gerollert. Ich drehe das jetzt nach außen und hier auf die Seiten, da kommt jetzt Klebeband drauf. Das ziehe ich jetzt schon mal ab. Hier bin ich etwas großzügig gewesen und knicke das einmal um, damit ich es jetzt besser kleben kann. Jetzt kommt das hier genau auf das Weiße drauf und wird gut angedrückt. Okay, und jetzt sieht man nämlich auch diesen tollen Effekt, wenn das Weiß hinterlegt ist. Ich habe mir anfangs überlegt, diese Klebelaschen hinter das Weiße zu legen. Habe mir dann aber gedacht, naja, wenn ich in ein Glas gucken würde, das ist jetzt ein bisschen, ein Moment, das sieht gleich anders aus, wenn ich den Strohhalm da drin habe mit diesem 3D-Effekt. Wenn ich auf ein tatsächlich natürliches Glas gucken würde, dann sehe ich ja auch unterschiedliche Ränder. Und so fand ich das viel besser, muss ich gestehen. Könnt ihr aber selbst entscheiden. Ich finde diese Variante besser. Ihr könnt es natürlich auch die Klebelaschen hinter das Weiße und erst das Transparente mit dem Weißen zusammenkleben und dann das Weiße auf die Karte drauf. Jetzt habe ich noch meinen Strohhalm. Na, komm her. So. Da ziehe ich das Klebeband ab. Stecke das hier rein und gucke mal, wie weit das rausgucken soll. Ja, okay. Und die Zitrone klemme ich hier jetzt einfach rein. Und ich habe festgestellt, es ist schöner, wenn ich hier noch einen Glue Dot hinterlege, weil sonst kann die auch mal rausfallen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach einen Glue Dot und hinterlege. So stecke ich das rein. Das heißt, hier auf diese Seite, auf die größere der beiden Seiten, da mache ich hinten einen Glue Dot drauf. Eigentlich nur noch mal zum Schutz, damit mir die Zitrone da nicht rausfliegt. So, und fertig ist die, wie habe ich sie genannt, Limonadenkarte. Ich finde den totalen Knaller. Und Tammy hat das auch, das war, Entschuldigung, das war auch nicht Tammys Idee, wie gesagt, diese Kartenidee oder das Design hat sie vom Onstage in Salt Lake City mitgebracht. Sie sagt in dem Video auch, wer es gemacht hat, kann ich jetzt gerade nicht sagen, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, weil ich habe es einfach bei Tammy gesehen. Ich finde diese Limonadenkarten den totalen Knaller, die sind relativ schnell gemacht und wenn das Party-Einladung ist, dann weiß ich auch nicht. Mal wieder ein Kartenprojekt von mir. Ihr seht so langsam, aber sicher, auch wenn ich im Moment nur nachwerkel und nicht selbst kreiere, aber so langsam, aber sicher wird das doch, oder? Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit. Nochmal die Maße für alles, weil hier sind einiges an Maßen drin. Findet ihr auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Das ist nicht schwer, das ist relativ schnell gemacht und ein super Knallereffekt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao!